Alles andere als eine 0,5er-Senkung der Zinsen morgen durch die Fed wäre echt schon eine Enttäuschung für die Märkte, denn wie wir gleich sehen, ist die Wahrscheinlichkeit nun, zumindest was die Fed-Fund-Futures einpreisen, deutlich höher, dass die Zinsen um 0,5 gesenkt werden. Und das alles vor dem Hintergrund, dass im Grunde das ja nur herbeigeschrieben wurde. Wir haben kein einziges aktives Fed-Mitglied, das auch nur irgendwie eine Andeutung in diese Richtung gemacht hätte, sondern wir haben auf der einen Seite Nikki Leaks, Nick Timmy Rouse vom Wall Street Journal und wir haben auf der anderen Seite Ex-New York Fed-Chef Dudley, die sich praktisch hier in diese Richtung geäußert haben und das faktisch herbeigeschrieben haben. Und jetzt ist die Fed in einer Situation, wo sie eigentlich liefern muss, wenn sie diese 0,5er-Senkung nicht macht, während die Märkte enttäuscht. Aber sie hat eine Hintertür, auf die ich in diesem Video aufmerksam machen will. Selbst wenn sie die Zinsen nur um 0,25 senkt, dann hätte sie ein kleines eine kleine Möglichkeit, die ganze Geschichte elegant irgendwie vom Eis zu bekommen. Schauen wir uns die Dinge mal an und hier sehen wir diese Fed Fund Futures 69% inzwischen, dass die Zinsen morgen um 0,5 sinken, nur noch 31, dass es eine 0,25er Senkung ist. Wir kommen von 15% vor ein paar Tagen noch, dass die Zinsen um 0,5 sinken könnten. Das ist rasend schnell und vor allem, wie gesagt, ohne direkte Äußerung eines Fed-Mitglieds, ohne direkte Daten, die in irgendeiner Form darauf Einfluss hätten haben können. Also das ist ein journalistisches Meisterstück und die Frage stellt sich nur, ist das von der Fed irgendwie abgesegnet, lanciert, etwa im Falle von Nick Timmy Rouse oder auch von Bill Dudley oder eben nicht. Jedenfalls sehen wir, dass die Uncertainty in Sachen Zinsänderung so groß ist wie seit 2015 nicht mehr, also seit es diese Fed Fund Futures gibt. Das ist schon ziemlich beeindruckend, dass das hier so unsicher ist, dass die Dinge so schnell wegkippen und auf die andere Seite gehen. Und hier sehen wir, das Ganze hat angefangen am Sonntag mit diesem Artikel von Nick Timmy Rouse vom Wall Street Journal, wo er sagt, ja, die Zinsen sind ja so weit von der neutralen Rate entfernt, die übrigens niemand kennt. Was ist die neutrale Rate? Also die Rate, die bei den Zinsen weder die Wirtschaft stimuliert noch ausbremst. Aber auf jeden Fall, das war der Auslöser am Sonntag, muss man sich vorstellen. Und dann die Rate Cut Expectations nach oben geschossen und hier sehen wir, wie die Dinge jetzt erwartet werden durch diese Fed Fund Futures. Da ist man also jetzt auf der Seite 0,5er Senkung und geht dann davon aus, dass wir auf jeden Fall dann am 7.11. im Bereich 4,5 bis 4,75% sein werden. Also, dass da schon durchaus was passiert ist. Insgesamt gehen die Märkte oder gehen die Optionsmärkte davon aus, dass der S&P auf diese Fed-Entscheidung mit einer Bewegung von 96 Punkten reagieren wird. Das ist um und bei 1,7%. Das ist etwa 20% dessen, was der Index durchschnittlich macht, so 10-11%, ja. Also, oder 10% ist so die Durchschnittsentwicklung der letzten Jahre, wobei das immer sehr fragwürdig ist aus meiner Sicht, aber Schwarm drüber. Hier sehen wir mal die letzten zwei 0,5er Zinssenkungen, respektive als die Fed den Zinssenkungszyklus mit 0,5ern begann, war jetzt nicht so gut, da war die Performance schlecht, weil dann eben die Rezession kam. Samantha LeDuc, sehr kluge Frau, sagt ja, also es sind Dudley und Timmy Rouse, die im Grunde eigenhändig hier die Erwartungen in diese Richtung getrieben haben. Die Demokraten wie Elizabeth Warren, die wollen sogar 0,75. Also es kommt Druck aus der Politik. Aber Powell sagt ja, wir sind doch datenabhängig. Und die Daten waren jetzt bisher nicht so katastrophal schlecht, dass man eben die Zinsen um 0,5 senken müsste. Wir hatten eher Zahlen zur Inflation, Erzeugerpreise, die in Ticken sogar eher in der oberen Range der Erwartung gewesen waren. Wir hatten US-Arbeitsmarktdaten, die, naja, unter der Oberfläche noch viel schwächer waren als offiziell, aber eben offiziell keine Katastrophe waren. Schnipp und Schnapp. Jedenfalls sagt Samantha LeDuc, und das ist gut, es gibt ja jetzt im September wieder die Projections, also die Dot Plots auf der einen Seite, also das, was die Fed-Mitglieder an Zinsentwicklung selbst erwarten, und es gibt die Inflationsausblicke und die Wirtschaftsausblicke, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln. Und da, vor allem mit den Dot Plots, könnte die Fed zum Beispiel spielen, indem sie sagt, gut, wir senken jetzt nur um 0,25, aber in den Dot Plots signalisieren wir, dass wir dann eben davon ausgehen, dass wir
nochmal um einen zusätzlichen Prozent die Zinsen senken werden. Das wäre eine denkbare Alternative. Stan Druckenmiller, der jedenfalls sagt, also diejenigen, die jetzt so nach einer Zinssenkung um 50 Basispunkte rufen, wo waren die, als die Inflation nach oben geschossen war und die Zinsen noch auf Null waren? Da hat keiner von denen nach einer 0,5 Anhebung gerufen. Finde ich ein ganz treffend, zeigt so dieses Mindset, die Junkies wollen ihre Liquidität haben. Aber auf der anderen Seite sehen wir, oh, die Inflation, die ist nicht ganz vorbei, sondern da sehen wir, dass gerade diese Core Services ex Housing, also Supercore, wie das genannt wird, und vor allem von Jerome Powell als die wichtigste Kategorie, die sozusagen die kommende Inflation voraussagte, klassifiziert wurde, dass die wieder ansteigt. Dementsprechend in diesem Bereich eigentlich der disinflationäre Trend schon gelaufen ist, so oder so. Wir sehen bei den Märkten, dass die 10-jährige Anleiherendite so tief ist wie seit Juni 23 nicht mehr. Der Dollar 4 Tage in Folge gefallen. Also Dollar wird weiter abverkauft. Interessant, die Reverse Repos. Also faktisch die künstlich geschaffene Liquidität, die man einst in Corona als Sicherheit hinterlegte und die man dann gebrauchen kann, um sozusagen Liquidität ins System zu pumpen. Hier sind diese Reverse Repos auf 239 Milliarden Dollar gefallen. Das ist so niedrig wie seit Mai 2021 nicht mehr. Und die Frage, die jetzt eben sich stellt, ob 0,5 oder 0,25. Was wird passieren, wenn eine Rezession kommt und wenn keine Rezession kommt? Wenn keine Rezession kommt, dann plus 10, plus 17%, so Goldman Sachs. Wenn eine Rezession kommt, dann minus 15 bis minus 20%. Also wir sehen, das ist eigentlich die zentrale Frage. Nämlich, kommt die Rezession oder nicht? Und nicht die Frage, fängt die Fed mit 0,5 und 0,25 an? Aber die Märkte sind völlig darauf fokussiert. Schauen wir uns mal die Returns an nach Rate Cuts. Und da sehen wir das durchaus gemischt. Das letzte Mal war es positiv, die beiden Male 2,1 und 2,7 negativ. Average minus 1,1%. Also rein, was den Durchschnitt betrifft, der letzten Zinssenkungszyklen, war nach dem ersten Zinsschritt die Performance ja sehr gemischt. Man kann eigentlich keine wirkliche Voraussage treffen. Aber heute wichtig, 14:30, und das könnte ein echter Knaller werden, kommen die Einzelhandelsumsätze. Die Erwartungen sind jetzt ein bisschen nach unten gegangen. Man erwartet konsensmäßig minus 0,2. Einfach auch, weil Preise gefallen sind, zum Beispiel Benzinpreise gefallen sind. Dann sagt aber Bank of America, wir erwarten minus 0,3. Wenn jetzt sozusagen eine sehr schwache Zahl käme, würde das natürlich diesen 50 Basispunkte Zinssenkungsschritt nochmal unterstützen. Wo nicht, wo die Zahlen besser wären, wäre das ein direktes Argument für eine 0,25er Senkung. Also 14:30 könnte heute richtig spannend werden. Reinschauen bei Finanzmarktwelt, so oder so. Wir sehen, dass die Zinskurve immer stärker positiv wird, also komplett entinvertiert ist, jetzt wieder im positiven Bereich. Hier die 2- und da 10-jährige. Normalerweise ist das Eintreten in den positiven Bereich nach einer lange invertierten Zinskurve der Beginn einer Rezession. Vielleicht sind wir da schon drin. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, Citigroup gestern mit einer interessanten Aussage in Sachen Semiconductors. Da sagt man nämlich, wir spielen das Ganze jetzt defensiv. Wir haben zwar noch große Nachfrage nach Server AI, also praktisch Datacenter, blip und blab, aber die Konsumenten schwächeln mit PCs, Smartphones und Autos. Da ist die Nachfrage sehr, sehr schwach. Dementsprechend nehmen wir die Chips vom Tisch. Also faktisch sagt man, wir haben den Peak bereits überschritten. Nur noch sozusagen diesen Hype in Sachen KI mit diesen ganzen Data Centers. Da hat Jensen Huang von Nvidia ja auch für gesorgt. Und apropos Nvidia, es ist super interessant, wenn man sich die Bilanzen mal anschaut, wie dieser Twitter-Account das gemacht hat. Dann sehen wir, dass immer größere Summen praktisch hier ausgeliehen werden an potenzielle Käufer. Das Problem, das Nvidia hat, dass man ja mit diesem Blackwell einen leistungsfähigeren Chip entwickelt hat, offenkundig, naja, noch nicht ganz fertig ist, aber er soll ja irgendwann kommen, was dazu führt, dass alle auf diesen leistungsfähigeren Chip warten und die vorherigen Chips, die bisherigen Chips eben da ein bisschen uninteressant werden, in den Lagern von Nvidia verstauben. Jetzt will Nvidia diese Chips aber loskriegen.
und bietet die sozusagen wie Brot von gestern an, das dann irgendwie ja auch nicht so attraktiv ist. Also sagt man den Start-up-Unternehmen etc., ihr müsst ja nicht sofort bezahlen, ihr könnt ja später bezahlen, weswegen wir die unbezahlten Lieferungen hier maßgeblich nach oben schießen sehen. Das ist eine sehr interessante Beobachtung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehen wir, Singapur wird immer wichtiger. Singapur ist praktisch das Synonym, wie umgehe ich die Sanktionen der USA. Ich liefere diese Chips nach Singapur. Dann sind dort Unternehmen, die faktisch mit chinesischen Unternehmen Geschäfte machen, die sozusagen indirekten Zugriff über Server dann auf diese Nvidia-Chips bekommen. Hier sehen wir mal, das ist jetzt fast wichtiger als Taiwan, das traditionell eben sehr wichtig ist. Hinter den USA die größte Kategorie war, was sozusagen die Lieferungen betrifft, nach den USA. Also wir sehen, da wird getrickst und gemauschelt. Und auf der anderen Seite sitzt man jetzt auf diesen Chips, die viele nicht mehr haben wollen, weil sie sagen, naja, da kommt ja der Bessere, warum soll ich den Zweitbesten nehmen? Also das ist interessant, und Nvidia, die gestern ja leicht gefallen sind, 2%, die bestimmen sozusagen vor allem das Optionsgeschehen. Schauen wir uns mal den September an, dann sehen wir Nvidia sowohl bei Calls als auch bei Puts hier eine Riesenhausnummer, sogar mehr als SPY, also mehr als das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Da kommt lange nichts, dann kommt WIX, dann kommt Tesla, Triple Q, also Nasdaq, also da ist sozusagen die Musik drin. Hier sehen wir mal die Halbleiterwerte, die nach wie vor im Abwärtstrend sind, aber jetzt eben an diesen Abwärtstrend von unten ranlaufen. Das wird wichtig für die Märkte, so oder so. Wir haben ja am Freitag einen großen Verfall. Das ist um und bei 3 Billionen Dollar, die in Optionen und Futures und was es alles gibt, die wo da praktisch, wie der Klinsmann sagen würde, die wo da praktisch verfallen, ja, oder der Franzi. Hier sehen wir, dass jetzt der Blackout Period in Sachen Aktienrückkäufe schon ziemlich der Fall ist. Es wird immer weniger, und wir sehen die Saisonalität eigentlich ungünstig jetzt. Normalerweise geht es dann in der zweiten Septemberhälfte tendenziell nach unten, aber diesmal ist alles anders. Wir haben natürlich die Wahlen, die für ein Momentum sorgen. Wir haben den Verfall, der für Momentum sorgt. Wir haben die Fed, die für Momentum sorgt. Also es ist allerhand. Microsoft, der hat gestern nachbörslich angekündigt, guckst du, wir werden unsere Aktien zurückkaufen, 60 Milliarden Dollar, und die Dividende um 10% auf 83 Cent pro Aktie anheben. Die Aktien 0,6% nachbörslichen Plus. Will man da ein bisschen vorsorgen für vielleicht nicht ganz so tollen Zahlen, so spekulieren manche, aber das sind böse Zungen. Gucken wir noch abschließend nach Good Old Germania. Hier jetzt offiziell, Intel setzt Magdeburg-Pläne aus. Auf Eis gelegt für 2 Jahre. Das ist sozusagen das Abschiedswinken, ohne gleich zu sagen, ich komme nie wieder. Aber faktisch ist es so. Dagegen will man in Arizona, New Mexico, Oregon und Ohio weiter festhalten. Man hat einen Deal mit Amazon jetzt und so weiter und so fort, kriegt auch Regierungsaufträge aus den USA. Ja, ja, der arme Robert, da hat er sich doch so viel erhofft von diesem Standort, und jetzt hat er aber dann eine andere Idee für jene Unternehmen, die durch seine Energiewende oder die maßgeblich von ihm mitgeprägte planwirtschaftliche Elemente mindestens enthaltene Energiewende hat, wie man denen hilft, nämlich durch staatliche Auftragsgarantien. Das ist gelebte Planwirtschaft, meine Damen und Herren. Der Staat garantiert einem Unternehmen Aufträge, weil dieses Unternehmen eben nicht in der Lage ist, grünen Stahl zu Preisen überhaupt herzustellen, die man am Markt in irgendeiner Form wirklich durchsetzen könnte. All das ist nicht der Fall. Also wird jetzt sozusagen der Staat als Garantieabnehmer hier eingeführt. Das sind genau diese Entwicklungen, die komplett in die falsche Richtung gehen. Das zeigt, wie falsch die Dinge hier laufen. Das ist schon irgendwie, naja, wie soll ich sagen, eine gelenkte Wirtschaft, eine staatlich gelenkte Wirtschaft. Das hat mit freier Marktwirtschaft eigentlich nichts mehr zu tun. Abschließend 2 Hinweise. Harris wäre noch schlechter für die US-Aktienmärkte. So eine Studie der Citigroup, die sagt, wir können nur hoffen, dass der Kongress gespalten ist, also Abgeordnetenhaus und Senat in verschiedenen Händen liegen, zwischen Demokraten und Republikanern. Warum Harris schlechter ist, lesen Sie hier, gerne weiterempfehlen. Und die 2. Empfehlung ist Gold. Es gibt, oder Gold eilt ja von Rekord zu Rekord, aber droht ein Rückschlag, vor allem wenn die Fed nur 0,25% senkt. Hier eine Analyse dazu, auch gerne weiterempfehlen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.